dazu dieses Social Media. Ich weiß ja nicht. Ja, Social Media gibt es nicht erst seit gestern. Und trotzdem tun sich so viele Firmen schwer. Schauen wir uns doch heute mal an, wie kompliziert es wirklich ist. Social-Media-Plattformen sind Portale, auf denen sich Menschen austauschen können, Dinge in Echtzeit veröffentlicht werden und auf denen man sich sehr schnell über bestimmte Themen informieren kann. Erstmal wurde der Begriff Social Media im Jahr 1994 in Tokio genannt. Das ist also im Grunde noch völliges Neuland. Da wir uns hier natürlich schon lange damit auskennen, an dieser Stelle nur noch mal in Kürze alle gängigen Social-Media-Kanäle. Social Media ist keine Wissenschaft und trotzdem fällt es vielen sehr schwer. Im Grunde ist das auch verständlich, denn Werben war mal ganz anders und nicht jeder von uns hat schon sein ganzes Leben Dinge über sich oder sein Unternehmen preisgegeben. Der größte und offensichtliche Vorteil von Social Media ist, es ist kostenfrei. Das macht es natürlich erstmal besonders attraktiv. Man kann dort posten und auf sich aufmerksam machen, man kann auch nur anderen zuschauen, sich vielleicht was abschauen. Oder man ignoriert es einfach komplett, weil man das alles ganz schlimm findet. Wir zahlen ja schließlich keine GEZ für die Social Medias. Social Media ist also für jedermann gemacht. Soweit waren wir aber schon. Heißt das denn jetzt, dass jede Plattform für jeden und auch jeden Content geeignet ist? Klares Nein. Die größten und erfolgreichsten Plattformen werden erstmal von allen ins Auge gefasst. Das ist ja auch theoretisch eine gute Idee. Hier kommt aber schon das erste Aber. Welcher Kanal der richtige für euch ist, das gilt es natürlich erstmal rauszufinden. Und wie bei allem, was man neu anfängt, darf man hier auch gerne mal auf sein Bauchgefühl hören. Nicht jeder passt auf jede Plattform und nicht jeder fühlt sich auf jeder Plattform wohl. Wie in meinem letzten Video zum Thema Vermarktung schon angesprochen, seid ihr dort am besten aufgehoben, wo ihr euch wohlfühlt. Das setzt natürlich voraus, dass ihr eure eigene Zielgruppe seid. Ansonsten zählt, probiert euch doch mal aus. Schaut selbst, was eurer Community gefällt und was nicht. Postet einfach mal den gleichen Beitrag auf allen Plattformen und dann seht ihr ja, wo ihr welche Reaktion bekommt. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Wenn ihr langsam ein Gefühl dafür bekommt, was eurer Community gefällt und was nicht, gilt es jetzt, die Ansprache und auch den Content anzupassen. Bitte vermeidet auf Dauer Multiposts, also das heißt, einen Beitrag teilen und den in alle Himmelsrichtungen werfen. Das wirkt nämlich erstens lieblos und zweitens wird es auf Dauer auch nicht funktionieren. Vermeidet am Anfang übrigens dieses Schubladendenken, welche Plattform für wen oder was geeignet ist, wer eure Zielgruppe ist. Vielleicht erschließt sich ja auf einer neuen Plattform, die ihr vorher nicht in Betracht gezogen habt, auch eine neue Zielgruppe. Das wäre doch super. Die finden euch. Die sozialen Medien ermöglichen euch als Unternehmer oder Privatperson eine ebenso große Reichweite zu bekommen wie große Firmen. Meistens ist das sogar ein Stück einfacher und für den Zuschauer sympathischer. Große Firmen haben leider oft seelenlose Accounts und etwa so 3 bis 174 Mitarbeiter, die euch random antworten, wenn ihr mal kommentiert unter dem Beitrag. Man fühlt sich dann in etwa so gut aufgehoben wie in so einer schönen Hotline. Bitte legen Sie nicht auf, wir sind gleich für Sie da. Wir sind gleich persönlich für Sie da. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld. Wir sind gleich persönlich für Sie da. Der Begriff Infotainment findet auf Social Media sein Zuhause. Wer Lust hat, kann auch mal über Themen, über die Arbeit hinaus sprechen, mal über private Dinge, ohne dabei unseriös zu wirken. Ein gemeinsames Hobby, ähnliche Ansichten oder ein bisschen Humor in euren Beiträgen führen auch dazu, dass eure Themen für die Follower ein Gesicht bekommen. Man hat im Internet die Möglichkeit, neben seinen Business-Themen oder Produkten auch ein bisschen von seiner privaten Seite zu zeigen. Und vielleicht kennt ihr das von euch selber. Wenn ein Verkäufer sehr nett ist oder ihr euch in einem Laden besonders wohlfühlt, dann kauft ihr da einfach lieber ein. Für einen potenziellen Kunden oder einen Käufer eurer Produkte fühlt es sich dann ein bisschen so an, als würde ein guter Bekannter ihm was empfehlen, weil er euch ja tatsächlich theoretisch schon kennt. Hier ein kleiner Tipp am Rande. Abos kaufen bringt übrigens gar nichts und ist auch peinlich. Erstens sind dann alle Reaktionen auf euren Content unecht. Wen soll das denn motivieren? Und nein,
So leicht ist es eben nicht. Nehmt euch doch ein bisschen Zeit. Setzt euch kleine, aber realistische Ziele. Schaut euch mal auf den Plattformen um, schaut, was andere machen, schaut es euch vielleicht ab und probiert ein bisschen rum. Und übrigens, Shoutout an alle Anfragen, die ich bekommen habe. Je mehr Zeit und Interesse ihr investiert, desto mehr bekommt ihr auch zurück. Wer immer nur haben will, aber nie bei anderen reagiert oder sich eine Community aktiv aufbaut, der wird auch keine Reaktion von anderen bekommen. Das ist verrückt, weil das ist fast wie im echten Leben. In Kürze also nochmal zusammengefasst. Bringt Abwechslung in eure Posts. Gebt regelmäßig Informationen preis. Und gebt euren Zuschauern, Followern oder Abonnenten ein gutes Erlebnis. Ja, es gibt eine Menge Schmutz im Internet. Und wenn ihr euch auf einer Plattform neu anmeldet, werdet ihr erstmal sehr grob einkategorisiert in euer Geschlecht, euer Alter und dann werden euch noch Sachen angezeigt, die sich ganz viele andere Menschen auf der Welt anschauen. Mit der Zeit wird das aber besser. Ihr könnt dann durch eure Suchen und eure Interessen die sozialen Medien und die Plattform erziehen. Und dann wird euch nur noch angezeigt, was euch auch wirklich interessiert. Ja, okay. Keine Frau kommt um die L'Oreal-Werbung rum und kein Mann um den Weber-Grill. Aber gönnen wir doch einfach den großen Firmen ihr Stereotypen-Denken. Das passt übrigens zu einer Lehre aus allen meinen Vertriebsjobs, in denen gesagt wird, schmeiß viel Scheiß an die Wand, es wird schon was kleben bleiben. Ihr als kleiner Anbieter könnt das viel besser machen. Eure Zielgruppe und Community langsam aufbauen, mit entsprechendem Content versorgen und ihnen dann das richtige Angebot machen. Das hat viel mehr Klasse und außerdem eine höhere Erfolgsquote. Wenn ihr nun nach einem kurzen oder langen Selbsttest gemerkt habt, dass das doch gar nichts für euch ist und dass ihr das eigentlich auch gar nicht wollt und ihr wollt auch nicht euer Gesicht zeigen, dann gibt es ja immer noch diese Influencer, die können das. Weil die nichts Richtiges gelernt haben, müssen die jetzt Bilder und Videos von sich machen. Ja, ja. Du willst Reichweite? Such dir einen Influencer. Die machen das beruflich. Ja, eigentlich würde man doch erwarten, dass ich jetzt sage, dass alle Influencer blöd und doof sind. Vor allem, weil ich sie in der Vergangenheit hin und wieder mal geärgert habe. Zum Beispiel, als ich ihnen Hähnchenknochen geschickt habe und behauptet habe, es seien Dino-Knochen und der eine oder andere es in seine Story gepostet hat. Aber nein, ich sage, man darf nicht alle Influencer über einen Kamm scheren. Denn was nicht viele wissen, ist, dass ich neben meiner Influencer-Karriere auch Influencer-Marketing mache. Das heißt, ich vermittle Werbeverträge zwischen großen Firmen und Influencern. Und ich muss aus meiner Erfahrung sagen, dass es auch hin und wieder mal Firmen gibt, die utopische Vorstellungen haben. Ich höre den Kunden, mache mich mit dem bekannt und denke erstmal darauf rum, wie kannst du den einbinden, dass es cool ist, dass es authentisch ist oder dass alle happy sind. Dann gehe ich erstmal auf den Kunden ein, okay, sehe ich den bei mir und man glaubt es kaum, aber ich sage manche App-Spiele immer ab. Oder ich habe dann eine Idee mit dem Kunden und dann fällt mir auf, ey, nee, der Kunde passt gar nicht zu mir, weil ich spiele gar nicht Red Shadow Legend, dies, das Kram. Dann sage ich auch eiskalt ab. Aber bitte, wichtig, sucht euch den richtigen Influencer. Schaut euch doch vorher mal seinen Content an. Schaut, ob der zu euch passt und ob die Werbung, die ihr von ihm abverlangt, auch zu eurem Unternehmen passt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Firmen, die manchmal sogar kuriose Vorstellungen haben, was ihre Marke betrifft. Die haben manchmal Vorstellungen, dass Influencer wirklich Wort für Wort das sagen, was man ihnen vorgibt. Und das funktioniert halt nicht, wenn man es authentisch rüberbringen soll. Also eine vollkommen unsinnige Anfrage, die ich bekommen habe, die auch unseriös war, war von einem großes Unternehmen, also milliardenschweres, riesiges Unternehmen, auf jedem Weltmarkt vertreten, aus einer ganz seriösen Industrie eigentlich. Und die haben angefragt, wie viel ich nehmen würde, wenn ich deren neues Produkt zeige und so weiter, bewerbe etc. Und dann habe ich denen meinen Preis dazu genannt, mit meinen Vorstellungen. Dann haben die gesagt, du, okay, wir geben dir das Dreifache. Da habe ich auch gedacht, das ist ja seriös, das ist richtig seriös, das sind Profis am Berg, mit denen muss ich unbedingt zusammenarbeiten. Also wie gesagt, sowas braucht man natürlich überhaupt nicht. Es gibt natürlich auch einige, sage ich mal, Produkte, die gerade von Influencern beworben sind, die kacke sind. Keine Frage. Da liegt es dann natürlich an dem Influencer, dass der sagt, ey, für das Produkt werbe ich nicht, weil da kann ich nicht hinterstehen. Es gibt aber auch die Influencer, die sagen, ey, Hauptsache Geld. Da kann mich aber, da bin ich ehrlich, Kunden überzeugen, wenn ich so das nicht so sehe, dann sagen die auf einmal, hier ist der Koffer voll Geld, mach doch doch. Und dann sage ich so, ah ja, ich sehe euch doch total. Aber Influencer ist nicht gleich Influencer und nicht jeder Influencer arbeitet so. Manchmal gibt es echt schräge Kombinationen von Produkten und Influencern. Aber wen wollen wir jetzt beschuldigen? Die Influencer, die ihren Job machen und mit dem Geld ihre Miete bezahlen? Oder die Firmen, die echt komische Anfragen stellen
und echt absurde Anforderungen an die Influencer haben. Es gibt nichts Geileres als bei Fußballwetten mit Geld wetten, was nicht dir gehört. Und du kannst den Gewinn behalten. Wie cool ist das denn? Genauso wie beim Casino zocken. Hier hast du Geld, zock mal. Und wenn du gewinnst, behalt. Das ist einfach der Hammer. Und das hätte jeder gemacht. Und jeder, der was anderes sagt, ist in meinen Augen Lügner. Diese Leute im Internet machen euch zu viel Werbung? Ja, das ist ihr Job. Und ob man es glaubt oder nicht, manchmal mögen die Produkte sogar und erzählen euch davon, weil ihr ihre Community seid und weil sie gern darüber sprechen. Ihr erinnert euch vielleicht, diese Influencer, das sind heute die lebendigen Litfaßsäulen. Und Überraschung, wie an den Litfaßsäulen kann man auch einfach an den Influencern dann vorbeigehen, wenn einen es wahnsinnig stört. Vielleicht kommt aber doch mal der ein oder andere Tipp, den man ganz gut findet. Finde ich den Kunden cool? Lässt er mich meine Idee machen und natürlich am Ende stimmt der Preis. Was aber auch viele nicht wissen, zum Beispiel alle Kabel 1 Kooperationen, wenn ich Werbung für ProSiebenSat.1 mache, mache ich auch manchmal kostenlos, weil einfach ich in den Formaten mitmache und will, dass es ein Erfolg wird. Ein Job, das wissen wir alle, muss natürlich von 9 to 5 Montag bis Freitag sein. Ist ja vollkommen klar. Wenn man in der Sonne sitzt oder abends um 21.30 Uhr aufs Handy guckt, das ist keine echte Arbeit. Das sieht ja nach Spaß aus. Das ist kein richtiger Job. Zum Glück nicht. Der richtige Job ist ja das, was man immer als Elend vor Augen hat. Das ist schlimm, da muss man hingehen, da sind blöde Leute, der Chef ist doof, alles ist mies. Zugegeben, die großen Firmen lassen das meistens nur unterbezahlte Praktikanten oder Azubis machen. Aber ja, Social Media ist ein Job. Und zwar im Grunde 24/7 möglich. Mein Hauptthema ist ja, dass ich meine Unterhaltungsvideos mache und live bin und meine Sachen mache. Mein Social Media macht meine Social Media Managerin. Steff, ist ja vollkommen klar. Und das ist eine sehr schöne Teilung, weil ich mache das, was ich kann. Und mit Social Media habe ich nicht sehr viel am Hut. Und das kann Steff wesentlich besser als ich. Vielleicht kostet es ja ähnliche Arbeitszeit oder sogar mehr. Man hat nur die Chance, sich die Zeiten flexibler einzuteilen. Weil dieses Internet, das macht gar nicht abends um 6 zu. Und am Wochenende hat es auch offen. Ja, man kann sich in Social Media verlieren. Aber der Einsatz und die Zeit, die zahlen sich aus. Das werdet ihr merken, wenn ihr eure Community aufbaut und in Echtzeit Feedback zu euren Angeboten bekommt. Das ist doch Gold wert. Damit wir das also schon den Jüngsten beibringen, wie diese Social Media funktioniert, gibt es ganz tolle Produkte dafür. Schaut euch das mal an. Hier, Social Media Star werden. Kann da gar nichts mehr schief gehen. Hiermit kann man echt was lernen. Da wisst ihr, wie Social Media funktioniert. Die Influencerin produziert täglich neue Videos und erzählt aus ihrem Leben. Die Zahl ihrer Fans steigt stetig. Deshalb hat sie sich auch eine professionelle Kamera und Scheinwerfer angeschafft. So wird das nächste Video zum Hit. Na schaut. Ja, also kein Wunder, dass Menschen in meiner Umgebung ein bisschen verwirrt sind. Ja, und wenn ihr nämlich dann die Zöpfe über Nacht drin lasst, dann kriegt man am nächsten Morgen total die süßen Locken, ey. Zu keinem Thema habe ich mehr unterschiedliche Meinungen gehört, seit ich mich entschieden habe, Social Media zu meinem Beruf zu machen. Wenn ihr Social Media nur privat nutzt, dann ganz klare Sache, schaut euch keinen Schwachsinn an, denn davon gibt es eine Menge. Sucht euch Kanäle raus, die euch Freude machen. Vielleicht seht ihr Bilder von eurem Lieblingsurlaubsort, sucht Einrichtungsideen, Rezepte, Katzen, alles, was nicht die Laune trübt. Wenn ihr Social Media für euch beruflich nutzen wollt oder müsst, tut es, weil es da ist. Ihr schafft das. Baut euch eine Community auf. Investiert Zeit. Kreiert Content. Und wenn ihr das nicht wollt oder könnt, dann engagiert euch doch jemanden, der das für euch macht. Das ist auf jeden Fall das bestinvestierteste Marketingbudget. Wenn ihr Social Media einfach nicht mögt und nun trotzdem hier in diesem Video gelandet seid, macht einfach aus, macht euer Handy aus und lest ein gutes Buch. Ihr dürft es. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke an alle, die mitgewirkt haben. Lieber Aaron, Marvin und Thomas, ohne euch wäre es nicht dasselbe gewesen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass das Thema Social Media mir beruflich und privat wirklich am Herzen liegt.
Deswegen hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal reinschreibt, was es für euch bedeutet, wie ihr das nutzt, was ihr ganz toll oder ganz schlimm findet. Ja, ich lerne ja nicht aus. Und für alle, die sagen, ja, du machst ja hier für Erotikwerbung, da bin ich auch ganz klar. Der Kunde hat mich damals angefragt, da habe ich rausgekriegt, okay, die sitzen in Deutschland, zahlen hier Steuern, das heißt also beim Wichsen tut man was Gutes. Ihr könnt dann durch eure Suchen und eure Interessen die sozialen Medien und die Plattform erziehen. Und dann wird euch nur noch angezeigt, was euch auch wirklich interessiert. Katzen. Ich liebe Vorurteile. Deswegen werden manche Influencer-Kampagnen einfach ein bisschen Banane und das hat nicht unbedingt was mit dem Influencer zu tun, denn manchmal sind es auch die Kunden, die utopische Vorstellungen haben. Social Media, ist das überhaupt richtige Arbeit? Nein! Aber es macht mich so reich! Und jetzt, Pepe, nochmal die Frage. Aaron, du bist dir doch völlig zu schade, oder? Könnte man denken und es ist auch oft so, aber ab und an sagt selbst ich nein. Wenn ihr euch eine Community langsam aufbaut und direktes Feedback... Sag mal. Ja, man kann sich in Social Media... Ja, man kann sich in Social Media verlieren. Aber der Einsatz und die Zeit, die zahlen sich aus. Sag mal, habe ich jetzt einen Blackout?